Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und die wunderschöne Barbara-Box ist bei mir angekommen. Ich bin gespannt, ob der Inhalt mindestens genauso schön ist. Wenn ihr wissen wollt, was drin ist, bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Barbara Schöneberger ist die Namensgeberin der Barbara Box und sie kommt alle 2 Monate zu euch nach Hause. Ihr bezahlt dafür 25 bis 30 Euro pro Box, je nachdem welche Abolänge ihr wählt, und ihr bekommt dann immer einen bunten Produktmix aus den Bereichen Beauty, Food und Lifestyle, und es sind immer mindestens 8 bis 10 Produkte in der Box und meistens ist es auch ein bisschen in die freche Richtung. Man hat mal außergewöhnliche Dinge in dieser Box, was mir einfach besonders gut gefällt. Ein Magazin ist auch noch mit dabei, das schauen wir uns auch gleich noch an. Und ich habe die Box via Kooperation zugeschickt bekommen. Herzlichen Dank ans Barbara Box Team. Ich freue mich drauf, sie wieder auspacken zu dürfen. Im Versandkarton lagen diesmal noch 2 Werbebroschüren bzw. Flyer. Das ist einmal hier von Foodist, My Cake Box bei Koppenrad und Wiese. Ich habe mir die immer noch nicht genauer angeschaut, aber ich werde es vielleicht mal wirklich machen, wenn jetzt meine neue Küche steht. Hier ist nämlich auch ein Gutscheincode drauf, MyCakeBox26 zusammengeschrieben, und damit spart man ganze 30% auf die erste Box. Also das werde ich mir ganz bestimmt noch anschauen. Und dann haben wir hier noch eine Broschüre, wo mehrere Rabattcodes drin sind von verschiedenen Shopseiten. Und Spring is in the Air steht da auf dem Cover mit drauf. Dann haben wir auch schon das Magazin. Das liegt auch immer separat mit im Versandkarton. Und wie soll es anders sein? Hier ist natürlich auch die Namensgeberin der Box mit drauf, Barbara Schöneberger. Ich mag sie als Person total. Und hier haben wir das Barbara Magazin. Kein normales Frauenmagazin. Und es ist wirklich irgendwie ein bisschen anders. Ich mag die Art des Magazins. Ich lese die Artikel sehr gerne. Und hier haben wir die Nummer 55 vom Mai und die hat einen Wert von 4,70 Euro. Ich finde, sie hatte ein sehr schönes, frühlingshaftes Kleid an, oder? Es gefällt mir sehr gut. Ich mag ja so Kleider und so auch gerne tragen. Jetzt schauen wir uns aber einmal direkt die Box an und ich finde, sie hat ein ganz besonders schönes Design in diesem Monat. Es ist einfach genau mein Ding. Ich mag so Blüten-Styles total gerne. Und ich finde hier die Farbkombination total schön gewählt. Es sind so rosa Töne, so ein bisschen peachige Töne. Und es sieht einfach sehr schön und feminin und stimmig einfach aus. Also ich bin hellauf begeistert von diesem Design. Und hier habt ihr jetzt einen ersten Blick auf das Innenleben und da schaut uns auch einmal ein kleines Begleitheft mit an. Da schauen wir gleich noch mit rein. Und dann könnt ihr hier schon so 1, 2 Produkte erhaschen. Ich stelle die Kiste mal hier vor mich ab und dann schauen wir mal, was sie in der Einleitung in dieser Broschüre geschrieben haben. Hier steht in jedem Fall vorne als Thema Just Bloom drauf. Und das passt natürlich sehr gut zum Frühjahr, zum Design der Box. Auch die Farben wiederholen sich hier. Ich finde das sehr stimmig gemacht. Das gefällt mir. Und jetzt blätter ich hier einmal auf. Da lacht uns auch Barbara Schöneberger an. Viel Spaß mit deiner neuen Box, wird hier geschrieben. Diese Barbara Box steht unter dem Motto Just Bloom. So langsam macht sich nämlich der Frühling breit und das bedeutet Winterschlaf ade. Und wie könnte man sich besser auf den Frühling vorbereiten als mit der Barbara Box? Dieses Mal erwarten Sie Produkte, die Haut und Haare beleben. Als kleines Goodie befindet sich ein verspielter Schlüsselanhänger in Ihrer Box. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Auspacken, Barbara Schöneberger. Oh, sehr schön, da bin ich jetzt gespannt. Ich packe das Heftchen erstmal beiseite, vielleicht ziehe es mir zwischendurch mal zu Rate. Da sind nämlich auch immer schöne Produktbeschreibungen zu den einzelnen Schätzen mit abgebildet und auch Preisangaben, aber auch die blende ich euch einmal ein. Und wir schauen jetzt einmal hier auf das erste Produkt und das ist das, was ich jetzt zuallererst gegriffen habe. Eine Leseprobe von Eva Katz. Eva K. Zwischen 2 Herzschlägen, und da geht es um einen Roman. Ich lese ja da auch gerne immer mal rein. Ich muss gestehen, ich lese relativ selten noch Bücher. Irgendwie fehlt mir einfach die Zeit aufgrund von YouTube, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn mich dann doch so ein Buch packt aufgrund so einer Leseprobe, bin ich da nicht abgeneigt, mir das dann auch zu kaufen.
Ich werde euch jetzt hier nichts weiter draus vorlesen, denke ich, aber ich finde das ganz schön. Und jetzt sehe ich etwas, worüber ich mich sehr freue, denn wir haben hier Ampullen von Dr. Grandel drin. Und zwar die Hyaluron Moisture Flash Feuchtigkeit bis in die Tiefe Ampullen. 3 Stück sind das, a 3 Milliliter. Und ich habe jetzt erst vor 2 Monaten, glaube ich, die Winterkur-Ampullen aufgebraucht und die haben mir so gut gefallen, dass sie auf meiner Jahresfavoritenliste gelandet sind. Die hier kenne ich noch nicht, aber ich freue mich sehr drauf, sie darum auszuprobieren. Und wir haben hier so eine blaue Flüssigkeit drin, sieht türkis fast aus. Und ich werde jetzt hier mal schauen, was sie hier zur Hyaluronsäure vielleicht noch schreiben. Wirkstoffkonzentrat mit Mikrohyaluron für einen sofortigen Feuchtigkeitskick bis in die Tiefe. Verfeinert und sorgt für einen strahlenden Ton. Das klingt ziemlich gut. Hier 3 Milliliter pro Ampulle ist auch eine ordentliche Menge. In den meisten Ampullen, die es so zu kaufen gibt, sind immer 2 Milliliter drin. Und auch das ist für viele schon recht viel. Ich nutze das aber tatsächlich auch wirklich fürs komplette Gesicht, für den Hals und auch das Dekolleté. Und manchmal, wenn da auch so ölige Bestandteile dabei sind, dann nutze ich das auch total gerne, um das mit einer Gesichtsmassage zu kombinieren. Zum Beispiel mit so einem Jade-Roller oder auch mit den Fingern und den Knöcheln und so weiter. Das finde ich dann immer total schön und das ist für mich so eine kleine Wellness-Auszeit. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen Kruselpapier hochgenommen und die Box ist ganz schön prall gefüllt. Ich mache mal mit dem nächsten weiter und zwar haben wir hier ein Schätzchen von der Marke Flora Mare und das finde ich total toll. Das ist eine Marke, die kann man zum Beispiel bei Asam Beauty kaufen und hier haben wir das Lifeguard Fluid, ein Gesichtsserum für die perfekte Haut. Es soll beruhigend, ausgleichen und reparierend wirken und ganze 50 Milliliter sind hier drin. Das ist noch separat eingeschweißt. Ich werde es darum einmal kurz auspacken. Wir haben hier eine ziemlich hochwertige Glasflasche, die auch mit einem Pumpspender ausgestattet ist und man sieht auch, dass hier so eine weißliche milchige Flüssigkeit drin ist. Ich habe jetzt hier mal auf der Verpackung noch was gefunden, das möchte ich euch auch kurz vorlesen. Dieses Serum eignet sich optimal zum Ausgleich und zur Beruhigung der gestressten Haut. Ein pflanzlicher Wirkstoffkomplex bringt irritierte Haut wieder ins Gleichgewicht und hilft Rötungen und Irritationen zu mindern. Der enthaltene Goldalgenextrakt kann die Haut in ihrer natürlichen Schutzfunktion unterstützen und ihre Widerstandskraft gegen schädliche Umwelteinflüsse wie Kälte und Sonne verbessern. Gleichzeitig wird die sonnenstrapazierte Haut in ihrer Regeneration unterstützt. Finde ich total klasse. Man kann es morgens und abends oder bei Bedarf auf das gereinigte Gesicht auftragen und soll es dann sanft einmassieren. Das wird getestet, da freue ich mich sehr drauf. Und das nächste Produkt ist etwas, wo ich vorhin auch schon meinte, dass die Box auch manchmal ein wenig frech ist oder etwas anders ist. Denn wir haben hier immer mal wieder spezielle Dinge auch mit dabei. So jetzt auch einmal diese Flasche hier. Und da haben wir einen Hula Hoop Eierlikör. Oder die Firma ist Hula Hoop natürlich, glaube ich. Eierlikör, lecker, locker, luftig. Und das ist eine relativ große Größe. 100 Milliliter sind hier drin und 16% Alkohol. Ich trinke Alkohol hin und wieder, am liebsten sogar auch Liköre. Das heißt, den werde ich mir in jedem Fall im Kühlschrank stellen und ausprobieren. Es ist natürlich schwierig, wenn jetzt jemand so gar keinen Alkohol trinkt und diese Box bekommt. Da gibt es keine Alternative zu, was dann vielleicht etwas schade sein könnte, aber ich persönlich freue mich drüber. Und Hula Hoop, ich weiß nicht, hier ist eine Dame abgebildet, so im 60er-Jahres-Style. Ich glaube, damals fing das mit den Hula Hoops so ein bisschen an, oder? Oder hat es da einfach die Hochzeit gehabt? In jedem Fall ist jetzt Hula Hoop Sport total angesagt. Ich weiß auch, die liebe Claudi trainiert da jetzt regelmäßig, sei lieb gegrüßt. Ich bin da weniger der Typ für, glaube ich. Ich bin aber auch relativ unsportlich insgesamt. Ich mache so Nordic Walking und sowas gerne. Aber Hula Hoop habe ich noch nie ausprobiert. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ich sehe jetzt hier noch viele weitere schöne Dinge und sogar 2 Produkte, die zusammengehören und die auch wundervoll zum Boxendesign passen. Und das sind diese beiden Schätze hier. Wir haben hier von New by X Letter einmal das Catch Your Summer Wave Travel
with New Floral Breeze Shampoo und dem passenden Conditioner, die passende Spülung noch mit dazu. Das finde ich mega klasse und sehen die zwei nicht super schön und hübsch aus. Ich habe die so noch nicht in der Drogerie gesehen, also so vom Style her sagt mir das jetzt noch gar nichts. Summer Wave. Es wird richtig schön blumig, glaube ich, riechen. Wir werden da gleich mal dran schnuppern. Wir haben hier beim Shampoo 250 ml drin und bei der Spülung 200 ml. Das ist oft so, dass in der Spülung weniger Produkt enthalten ist, was aber auch ganz normal ist, weil man davon einfach auch weniger braucht. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach mal die Spülung auf und dann schnuppern wir. Also ich würde sagen, es riecht nach Karibikurlaub, also schon blumig, aber auch süß und ich meine irgendwie auch Kokosnuss rauszuriechen. Ich schaue jetzt nochmal, was hier vielleicht mit drauf steht und hier ist eine ganz süße Beschreibung. Tauche mit dem New Floral Breeze Shampoo direkt in den Sommer ein. Es duftet nicht nur einzigartig nach einem unvergesslichen Sommerurlaub, sondern umschmeichelt dein Haar mit einem exotischen floralen Duft. So steht deinem traumhaften Sommer nichts mehr im Weg. Ja, floral duftende Sommerwelle, vegan, ohne Silikone, zart geschmeidige Haarpracht, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt und schaumig sanfte Reinigung steht hier noch mit drauf. Und trockene Haare adieu steht noch auf dem Conditioner, also perfekt für trockene Haare geeignet. Finde ich sehr, sehr schön und auch das werde ich gerne ausprobieren. Diese Marke kenne ich vorrangig aus der Apotheke. Freiöl haben wir hier, ein Reinigungsöl und Maske. Feuchtigkeit und Beruhigung für alle Hauttypen und sensible Haut steht hier noch mit drauf. Das finde ich sehr schön. So Reinigungsöle habe ich jetzt noch nicht viele ausprobiert. Da kann ich mal etwas vergleichsweise testen. Ich nutze am liebsten so Reinigungsbalsame fürs Gesicht, aber ich glaube, so vom Feeling her ist es gar nicht so ein großer Unterschied zu einem Reinigungsöl. Ich werde es hier auch mal aufmachen. Wir schauen uns mal die Flasche an. In jedem Fall ist das hier auch eine ziemlich große Größe mit 100 ml, die hier drin sind. Und wir haben hier eine sehr hübsche Flasche, aber ich glaube, die ist aus Plastik mit einem Pumpspender ausgestattet. Und wir haben hier kein Alkohol drin, keine Farbstoffe, keine Konservierungsmittel oder Mineralöle. Es ist PEG-frei und enthält auch keine Silikone. Vegan ist es, made in Germany. Das klingt alles ziemlich gut. Das wird ausprobiert. Ich werde euch in einem Aufgebraucht berichten. Gerade aber so Reinigungsprodukte verbrauchen sich relativ langsam, habe ich immer den Eindruck. Also mal schauen, wann das dann zum Einsatz kommt. Mit Filzstiften habe ich überhaupt nicht in der Box gerechnet, aber vielleicht sollen sie an die Blumenfarbenpracht erinnern oder so, wobei jetzt hier auch grau und schwarz mit bei ist. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Wir werden das gleich mal nachlesen. In jedem Fall finde ich die hier aber richtig, richtig toll. Die sind von der Marke Stabilo und zwar die Variante Pen 68 und die malen wirklich richtig toll. Ich hatte so eine Phase und jetzt fehlt mir einfach nur die Zeit dafür. Da gibt es so richtig schöne Hefte mit Ausmalbildern, nicht Mandalas unbedingt, aber so ja, Gartenlandschaften oder was auch immer man mag und dann malt man das aus und da sind diese Filzstifte hervorragend für geeignet. Sie schreiben hier auch Premium-Filzstift mit flexibler Pinselspitze und wasservermalbarer Tinte. Ach, das ist sogar nochmal eine andere Variante. Das heißt, man kann sogar Aquarellzeichnungen damit machen. Das finde ich total cool. Und hier nehme ich mir jetzt einmal das Heft zur Hand. Denn da möchte ich wirklich wissen, was sie sich dabei gedacht haben. Also sie schreiben hier, dank der Stabilo Pen 68 Brush Premium Filzstift mit Pinselspitze können kreative Handletterings ganz leicht gelingen. Die für Anfänger und Fortgeschrittene bestens geeignete flexible Spitze zaubert dabei durch Anpassung des Drucks dickere oder dünnere Linien in brillanten Farben aufs Papier. Also Ihnen geht es hier ums Handlettering, da habe ich jetzt noch so wirklich gar keine Erfahrung mit. Ich glaube, da geht es in erster Linie auch darum, sich vielleicht eine Auszeit zu nehmen und einfach mal was für sich zu machen. Ich finde es eine ganz süße Idee und es ist mal was anderes. Jetzt haben wir hier noch 3 Produkte und ich glaube, ich mache jetzt mit dem weiter, was Sie als Goodie angekündigt haben, nämlich den Schlüsselanhänger. Und da haben wir ein florales Muster. Ich hole das hier auch mal aus der Verpackung raus. Er ist relativ schwer,
Von der Grundfarbe her Gold und hier auf der Seite haben wir eine Prägung und drei Rosen in verschiedenen Farben abgebildet. Das sieht total schön aus und ich hänge mir solche Schlüsselanhänger ja total gerne an meine Handtasche zum Beispiel. Und da wechsle ich auch immer wieder gerne mal durch, wie mit Schmuck, den man so am Körper trägt. Und das finde ich total schön und passend jetzt fürs Frühjahr. Das gefällt mir richtig gut. Da freue ich mich sehr drüber. Und jetzt haben wir noch zwei Produkte, die wir uns anschauen können. Das vorletzte ist jetzt hier noch eine Tube von der Marke Sukin. Eine erneuernde Tagescreme und sie ist parabenfrei. Da haben wir hier diese Tube. Wir haben hier 20 Milliliter drin. Das ist also eher eine Reisegröße. Wobei das jetzt auch nicht so viel von der Standardgröße mit 30 Millilitern abweicht. Wir haben hier Baobaböl noch mit drin und es soll die Anzeichen der Hautalterung innerhalb von 14 Tagen bekämpfen. Ich glaube, ich habe davon noch eine Tube da, deswegen werde ich die jetzt nicht anrühren und dann gegebenenfalls vielleicht mal in eine Verlosung packen. Und jetzt haben wir noch total passend zu dem ganzen Blumenthema ein Parfum mit in der Box, beziehungsweise kein Parfum. Hier haben wir ein Natural Spray von 4711, echt Kölnisch Wasser und ich kann nicht mehr sprechen. Und zwar in der Variante Floral Collection Rose, also ein rosiger Duft ist das dann. Ich zeige euch gerne einmal den Flakon. Ich werde den aber tendenziell jetzt nicht ansprühen, weil ich aktuell, glaube ich, drei Parfums habe, die einen Rosenduft haben und ich das dann vielleicht lieber verwenden möchte, um das mal zu verschenken, jetzt vielleicht zum Muttertag zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, eine schöne Idee. Echt Kölnisch Wasser, Original Eau de Cologne. Das ist ja immer so ein bisschen leichter, es hält nicht so extrem lang. Ich weiß, dass die ganz viele modernere Düfte jetzt auch im Sortiment haben. Ich habe jetzt keine Vorstellung davon, wie dieses mit Rose riechen wird, ob das eher die schwere Richtung sein wird oder eher was Leichteres. Aber das kann ich euch ja mal noch einblenden, falls ich da noch etwas dazu herausfinde, wie da die genaue Duftzusammenstellung ist. Das mache ich ja immer. Und damit haben wir jetzt leider auch schon alles ausgepackt. Bis auf das Magazin habe ich euch jetzt hier nochmal alles in die Box gepackt und mich begeistert die Box wieder einmal. Angefangen vom Außendesign hat sich das hier in der Box über den Schlüsselanhänger oder das Shampoo zum Beispiel super gut fortgesetzt. Ich finde die Ampullen perfekt. Hyaluronsäure ist für mich das Produkt, was meiner Haut immer hilft, wenn ich Feuchtigkeit brauche. Dann hatten wir zusätzlich sogar noch hier von Floramare dieses Serum, was ich total spannend finde, weil es halt auch hautberuhigend wirken soll. Ich finde das Produkt von Freiöl sehr interessant. Ich werde es gerne ausprobieren. Eierlikör finde ich mega lustig in der Box. Den werde ich auch trinken. Ein Eau de Cologne, ein Parfüm ist auch total schön. Also ich bin total happy und ich werde euch jetzt mal noch ein Gesamtwert dazu einblenden. Ich bin gespannt, wie hoch der sein wird und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr jetzt hier gerne noch kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Damit verpasst ihr auch keine zukünftigen Videos mehr. Und hier blende ich euch mal noch zwei weitere Videovorschläge ein. Klickt doch da gerne mal rein. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.